Boop. Pulsating Iron. Sehr schön. Daraus bekommen wir 9 Nuggets. Das heißt, wir können das Rezept 3-mal bauen. Und das heißt, wir bekommen 24 Item Conduits. Sehr schön. Und die brauchen wir. Erstmal eine neue Chest bauen. Ja, aber es gleich 2. Wir brauchen 2 Chests. Wir brauchen eine für... Wir brauchen eine, in die die Ores reinkommen. Und dann brauchen wir eine, in die die Ingots reinkommen. So, da kommen die Ingots rein. Und da kommen die Ores rein. So, und jetzt werden wir das hier wunderbar verbinden. Wahrscheinlich reicht es noch nicht, aber das macht überhaupt nichts. Was war das denn eben? Was ist das denn hier für ein Bullshit? So. Da gehen wir auch wieder hoch und die können wir gleich miteinander verbinden, weil das so ein wunderbares Netzwerk ist. Da sollen die Ingots, die Nuggets rauskommen. Okay. Quatsch, die Ores. So. Extract always active im grünen Kanal. Und die... Die Ores sollen in die Sagmill reingehen. So, das bauen wir wieder ab. Und bei dem sagen wir Insert Green. Und jetzt wollen wir außerdem, dass der oben sein Pull hat. Ja doch, genau, oben Pull. Da kommen dann die ganzen Ores rein. Okay. Und dann gehen wir hier rauf und darüber. Gut. Und jetzt können wir dem hier sagen, er soll da oben sein Extract haben, aber auf braun. Always active. Und dann sagen wir ihm, er soll oben Push machen. Da kommt sein Output hin. Okay. Und jetzt brauchen wir das nur noch hier miteinander zu verbinden und dem zu sagen, er soll Insert Brown haben. Okay, gut. Damit dürfte das System funktionieren. Und die Ores müssten aus der linken Chest rauskommen, durch das System durchgehen und dann aus der rechten rausgehen, landen, drin gehen, landen. So, disabled, damit es sich nicht mit dem Aludel verbindet. Und jetzt müssen wir hier schon unsere Pulsating Iron haben, wunderbar. Das wird jetzt unsere Ingot Chest und unsere Ore Chest, Tetrahedrite. Damit konnte ich, glaube ich, nichts anfangen, ne? Nee, das kann gar nicht in die Sagmill. Also das brauchen wir tatsächlich nicht. Das kann weg. Iridium kann ich, glaube ich, so auch nichts mit anfangen. Ich könnte es... Na doch, im Pulverizer, in der Sagmill. Was mache ich mit Iridium das? Kann ich das normal schmelzen? Ja, sieht so aus. Okay, Iridium können wir nehmen. Bauxite, Ferrus ist alles relativ normal. Uranium und Yellowrite müsste auch gehen. Und die anderen normalen Sachen hier sowieso. Dann können wir nur hier Tetrahedrite weglöschen, weil wir das nicht mehr brauchen. So, und das kann dann alles in die Sagmill rein, sobald die fertig ist. Ist sie aber noch nicht. Achso, ja, das nehmen wir mal raus. Und dann gehen wir hier auf Furnace Only. Wunderbar. Eine tolle Sache an dem Alloy Smelter ist, dass der 3 Sachen gleichzeitig schmilzt. Also der hat jetzt mehr als 3 Sachen von der gleichen Sorte bekommen und das heißt, der schmilzt jetzt alle gleichzeitig. Glaube ich. Ja, wir haben es kurz gesehen, es waren 3 Ingots, heißt, er schmilzt 3 gleichzeitig. Das ist perfekt. So kommt er nämlich mit der Sagmill auch hinterher. Das ist eine sehr coole Sache. Und wir haben gesehen, mit dem Pull bekommt die Sagmill von oben nicht nur seine Ores, sondern auch Flint, wenn wir ihm geben. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Wir wollen ihm natürlich einen konstanten Nachschub an Flint geben. Und deshalb möchte ich eigentlich noch mehr Flint herstellen. Opfern wir mal ein bisschen Spruce Wood. So, nochmal 13 Flint. Und dann gucken wir mal, ob der das als Priorität behandelt. Ja, da wir sehen, dass Flint verschwindet, er priorisiert das. Und das ist hier drin. Das ist eine sehr schöne Sache. Damit können wir ihnen jetzt natürlich 2-3 Stacks Flint schon mal vorweggeben. Und schon mal dafür sorgen, dass er davon auf jeden Fall genug hat. Und dann kann er sich das holen, wenn er es braucht. Das ist ziemlich cool. Bam. 54 Flint. Das würde jetzt natürlich nicht alles reinpassen. Aber er schnappt sich, was er braucht. Oder was passt.
Und was nicht passt, bleibt da drin, die letzten 23. Und hier drüben sind wir jetzt mit 64 voll aufgefüllt. Das könnte man natürlich auch voll automatisieren. Wenn man jetzt einen Cobblestone-Generator hätte, der in einen Pulverizer angeschlossen ist und dann andere Maschinen, die garantiert Flint daraus herstellen, dann könnte man das voll automatisieren. Aber ist nicht unbedingt nötig. So, der Grund, warum der jetzt das Iron Ore nicht verarbeitet, ist der, dass hier noch Pulverized Lead drin ist. Denn Iron Ore, wenn wir mal gucken, hat die Chance, 4 Outputs zu bekommen. Nämlich Pulverized Iron garantiert, Tin mit 5%, Ferrous mit 10% und Cobblestone mit 15%. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der hier 4 Outputs hat, aber dann hätte er nicht genug Platz, weil hier noch Pulverized Lead drin ist. Und das kann nicht exportiert werden, weil der hier noch mit dem Silver beschäftigt ist. Also, alles sehr interessante Sachen. Was ich jetzt eigentlich noch ganz gerne hätte, wäre, dass ich für den noch einen extra Input habe für Sachen, die geschmolzen werden sollen. Und dafür machen wir jetzt erst einmal eine andere Konfiguration. Wir machen oben Push und Pull. So. Der hat nach wie vor seinen Output oben und der ist braun. Das heißt, der Output geht nach wie vor hier in diese Chest rein, wo sich unsere Ingots sammeln. Wir wollen aber auch, dass der Sachen von oben akzeptieren kann. Und deshalb sagen wir In und Out. Und In wird blau und Out wird braun. So, und der Insert Blue ist unsere Chest, in die Sachen reinkommen, die vom Furnace geschmolzen werden sollen. Zum Beispiel hier dieses Pulverized Tin. Das muss ja nur noch in den Furnace rein. Oder da könnten wir auch Sachen wie Nahrung reinmachen oder zum Beispiel sowas hier, Binder Composite, was einfach nur geschmolzen werden muss. So, dafür brauchen wir jetzt noch eine Chest, die für den Furnace zuständig ist. Und die könnten wir eigentlich auf diese Chest draufstellen, weil das ja auch eine Sammelchest ist für Sachen, die zur Maschine geleitet werden sollen. So, machen wir mal so. Die setzen wir jetzt da oben drauf. Und da sagen wir Extract Blue, always active. Und da geben wir jetzt hier Binder Composite rein und Pulverized Tin. Der ist Blue Extract und der hier ist Blue Insert. Und wenn der hier mal irgendwann fertig ist, dann wird er entweder die Sachen von der Segment akzeptieren oder die Sachen drüben von der Chest. Das kommt ganz darauf an, was priorisiert wird. Ich denke aber mal, Priorität hat die Segment, weil die näher dran ist. Genau, und weil sie überhaupt gar nicht über Item Conduits geht. Deshalb denke ich mal, hat die Priorität. Aber wenn der damit fertig ist, dann wird er definitiv dieses Zeug hier schmelzen. Und dann haben wir natürlich in unserer Ingot Chest haben wir dann auch die Conduit Binder, aber das ist eigentlich nicht sonderlich dramatisch. Können wir jetzt auch reintun, das ist einfach die Chest mit Sachen, die aus dem Furnace rauskommen. Eine Sache, die mich jetzt eigentlich noch ein bisschen stört, wir haben gesehen, wenn man hier Iron Ore verarbeitet, dann ist mit einer gewissen Chance auch Cobblestone dabei. Und Cobblestone wird natürlich auch extrahiert und dann in den Alloy-Smelter gepackt und da wird dann normaler Stone draus. Ist eigentlich Verschwendung, wenn man so will. Das ist eigentlich Materialverschwendung oder Energieverschwendung. Aber da müsste man jetzt Filter bauen, um den Cobblestone rauszufiltern. Ich glaube, das ist es nicht wirklich wert. Nee, das ist es nicht wert, wir lassen das einfach so. Ich glaube, das ist jetzt für den Anfang, man muss ja sagen, das ist ein Anfang, schon ein sehr gutes System. Ein sehr gutes und sehr zuverlässiges System, mit dem man auf jeden Fall schon mal arbeiten kann. Das gefällt mir ziemlich gut. Da sind noch mehr Ingots. Und ansonsten haben wir hier tatsächlich keine Ingots mehr. Da ist auch nichts, aber wir sehen auch, unsere Truhen sind deutlich geschrumpft von ihrem Inhalt. Da ist bei weitem nicht mehr so viel drin. Wunderbar. Da können wir eigentlich noch ein bisschen Item-Conduits basteln, damit wir welche haben, wenn wir welche brauchen. Da haben wir jetzt sehr viele. Donnerwetter. Das ist eine schöne Sache. Dann kommt da wieder der Conduit-Binder hin. Und ansonsten kann hier alles wieder zurück. Großartig. Und der Alchemical Bag ist auch leer. Einzige, was ich jetzt bedenklich finde, die RR-Pickaxe ist tatsächlich schon halb aufgebraucht, fast. 2604 von 5000.
also fast die Hälfte der Durability schon verbraucht. Das heißt, wir werden da bald eine neue bauen müssen. Aber wie ich schon gesagt hatte, das sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein. Das müsste sich eigentlich lösen lassen durch das Zeug, was wir schon alleine abgebaut haben. Alleine schon an Diamanten sind 114.000 EMC. Und was hatte ich eben noch gesehen? Weiß ich gar nicht. Lapis hat auch 45.000. Also das ist eigentlich genug, wenn man so will. Und dann können wir uns eigentlich dran machen. Nee. Ich will eigentlich diese Rüstung bauen. Darkhelm hat leider kein Exchange Energy, kein EMC, aber Obsidian hat EMC, Pulverized Coal leider nicht, Iron aber auch. Das wäre nur der Alloy Smelter. Also wir brauchen definitiv 24 Obsidian. Dann können wir Obsidian irgendwie herstellen? Nicht allzu leicht, nee. Was hat denn der überhaupt für ein verdammtes Mining Level? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wir werden uns mal einen Eimer bauen und dann nehmen wir ein bisschen Wasser mit, weil ich habe irgendwo vorhin, als wir auf der Flucht waren vor irgendetwas, habe ich Lava gesehen. Also irgendwo auf der Map hier muss Lava sein. Könnte da gewesen sein, ich weiß es nicht. Ist das Lava? Das könnte auch Lava sein. Das wäre mir viel lieber, wenn das Lava wäre. Das ist einfach so... Lava? Das ist einfach so irgendwo in der Walachei. Das wäre mir ganz lieb. Ich finde es immer blöd, dass man die Höhe eingeben muss, weil ich weiß ja nicht, wie hoch da das Terrain ist. Keine Ahnung. Wir gehen da einfach mal hin. Da drüben, 244 Meter, ist nicht so schlimm. Da werden wir mal flugs hingehen und gucken, ob das, was ich da gesehen habe, tatsächlich Lava ist. Das ist das Problem bei den Modpacks. Es könnte natürlich auch irgendein orangener Baum sein oder irgendwas Merkwürdiges. Es könnte auch Sludge sein von Mine Factory. Das ist natürlich auch immer ein ganz großer Krampf, wenn das keine Lava ist, sondern einfach nur irgendein Industrieabfall, der eigentlich nicht orange ist, sondern eher braun, aber in so einer Übersichtskarte nicht wirklich einen Unterschied macht. Das wäre sehr ungünstig. So, aber hier werden wir mal noch kurz ein bisschen Kohle mitnehmen, weil ich gemerkt habe, da haben wir ein kleines bisschen Engpass. Müssen wir darauf achten, dass das nicht zu wenig wird. Also wenn man Kohle am Straßenrand rumliegen sieht, ruhig mitnehmen, ist besser, als wenn wir später auf dem Trockenen sitzen. Ja, es ist Lava. Wunderbar. Und ich bin fast reingefallen. So, Lava. Großartig. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir das damit schön schnell abbauen können. Ja, es dauert ein bisschen. Also schön schnell definitiv nicht, es dauert ein bisschen. Aber ist völlig in Ordnung. Wir haben unsere Obsidian und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich habe 7 Obsidian und den Rest können wir uns durch EMC ercheaten. Wie einfach die Welt ist. Man braucht sich eigentlich gar nicht mehr sonderlich anstrengen, wenn man das System ein bisschen durchschaut hat. Dann kann man hier tatsächlich viele Schritte überspringen sozusagen und sich sein EMC einfach so herstellen, wie man es gerade braucht. Das ist eine ziemlich coole Sache. Was mir jetzt gerade so ein bisschen auffällt, wenn wir Pulverized Coal herstellen, dann müssen wir echt aufpassen, dass das nicht in den Alloy Smelter exportiert wird. Weil wenn er das wird, dann wird daraus meiner Meinung nach Graphite Dust. Und da können wir dann nichts mehr mit craften, sondern es nur noch in Graphite Ingots oder Graphite Bars reinschmelzen, die wir zwar für Big Reactors brauchen, aber daraus können wir dann kein Dark Steel mehr bauen. Und das wäre sehr schade. Das würde ich sehr ungerne mit ansehen, wenn sowas passiert. Deshalb müssen wir uns da irgendwas überlegen, um das so ein bisschen zu schützen, damit die Kohle nicht geschmolzen wird von dem Dings. Aber erstmal müssen wir Obsidian lernen. So. Gucken wir mal. Zack und zack. Da können wir Obsidian lernen. Und ansonsten brauchen wir nur Iron und Kohle. Habe ich Kohle gelernt? Das wäre eigentlich noch interessant, dass wir dem mal Kohle beibringen, wenn wir ein bisschen Kohle brauchen. Weil ich denke, das werden wir brauchen, früher oder später.